Klaus Mainzer arbeitet und denkt am Rande des Chaos. Es mathematisch zu ergründen, ist das Lebensziel eines Philosophen, der sich selbst am liebsten als Grundlagentheoretiker bezeichnet. Und damit herzlich willkommen im Studio von Hyperraum TV. Klaus Mainzer hält heute den Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie an der TU München. Chaostheorie, Komplexitätsforschung und Big Data sind jene Phänomene, mit denen er sich tagtäglich befasst. Sein Weltgebäude orientiert sich an logisch-mathematisch denkenden Wissenschaftlern wie dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz oder auch dem genialen Mathematiker Alan Turing, also Köpfe, die die Grenzen der Wissenschaft ihrer Zeit sprengten. Mainzer hat ein beeindruckendes Werk an Veröffentlichungen vorzuweisen. Vor kurzem hat er zusammen mit dem Nachrichtentechniker und Computerwissenschaftler Leon Chua aus Berkeley ein weiteres Buch verfasst. Darin beschreiben die Autoren das für sie grundlegende Prinzip der Strukturbildung in komplexen dynamischen Systemen, die lokale Verstärkerfunktion von dissipativ gekoppelten Elementen. Von chemischen Vorgängen über das neuronale Netz im Gehirn bis zum Transistor in der Technik. Alles folgt diesem lokalen Aktivitätsmuster. Und auch wenn es heute noch niemand endgültig beweisen kann, so ist Mainzer fest überzeugt, dass dieses Prinzip ebenso für das Klima wie für die Finanzwelt taugt. Die Theorie sprengt die Grenzen der bekannten Wissenschaft, denn sie unterliegt nicht mehr allein dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und dem damit verbundenen Gesetz der Entropie. Dieses fasst in Formeln, wie Ordnung in Unordnung zerfällt. Es erklärt uns mathematisch, warum ein Glas Wasser niemals von selbst heiß wird und auch, warum es das Perpetuum mobile nicht geben kann. Warum es dennoch einen gegenläufigen Prozess der Strukturbildung gibt, erklärt uns Mainzer gleich selbst. Nur so viel. Stabile Zellen des komplexen dynamischen Systems entziehen sich als Scheintote der Erfassbarkeit durch die klassische Theorie. Anders gesagt, Mainzer und Chua sind überzeugt, mit der Theorie der lokalen Verstärkerfunktion nichts weniger als die Grundlage für einen weiteren Hauptsatz der Thermodynamik gefunden zu haben. Nun passiert etwas Erstaunliches, das haben wir dort also, glaube ich, auch zum ersten Mal festgestellt. Normalerweise sind alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, davon ausgegangen, Voraussetzung ist, dass das System in irgendeiner Weise destabilisiert wird, instabil wird. Also, und dann kommt die lokale Aktivität und führt dazu, dass etwas Neues entsteht.